Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Welcome Box aus dem Monat April. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese Schubladenbox reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodie Box ist eine dänische Beauty Box, die monatlich erscheint. Normalerweise kostet die 19,95 € pro Box und pro Monat. Die habe ich auch selber im Abo. Hier zeige ich euch jetzt die Box, die man bekommt, wenn man ganz, ganz neu das Abo abschließt. Also das ist die Welcome Box, die man jetzt aktuell und exklusiv über den Link in meiner Infobox bekommt. Da zahlt man dann auch tatsächlich nur 50% vom normalen Preis, also 9,95 €. Hat hier einen extra krassen Wert von 222 Tacken drin. Und ja, normalerweise finden wir monatlich in dieser Box 5 bis 7 Beauty-Produkte, wovon ich glaube 2 mindestens in der Full-Size daherkommen. Dann haben wir mindestens 70 Euro Warenwert und ja, tatsächlich auch recht große Produkte immer drin. Ich finde es ganz spannend, dass man auch immer wieder neue Marken kennenlernen darf, die dann auch mehr so aus dem nordischen Bereich kommen. Muss aber sagen, dass ich die ein oder andere Marke auch schon kenne. Einfach weil ich langjährig mit der Goodiebox zusammenarbeite und auch selber langjährig mein eigenes Abo habe. Und ja, was aber immer wieder gleich ist, ist tatsächlich das Format dieser Box, sodass man sich hier auch wirklich ein schönes Schubladensystem draus bauen kann. Und die kannst du einfach, weil die so robust sind, auch in vielerlei Hinsicht verwenden. Also sei es wirklich für meine Beauty-Sachen, sei es für Schatzis Werkzeug oder sonst irgendwas, für Julius Spielzeuge. Finde ich persönlich klasse und super nachhaltig. Einfach, dass du halt wirklich langfristig was auch von der Umverpackung hast. Ne? Genau, ich habe die jetzt in Kooperation zugeschickt bekommen. Wie gesagt, die normale Box habe ich auch im eigenen Abo. Und jetzt werfen wir einfach mal auch einen Blick gemeinsam rein. Und genau, wenn ihr auch über meinen Link geht, bekommt ihr auch ein Produkt nochmal on top. Das, was ich euch hier gleich auch zeigen werde. Und mal gucken, was ihr zu dem Produkt sagt. Finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Okay, also als erstes wird man hier leider auf Englisch begrüßt. Ich hätte es noch cooler gefunden, wenn dieses Booklet auch auf Deutsch gewesen wäre. Wenn man die Box später im Abo hat, hat man hier auch einen QR-Code drauf, den man scannen kann. Und dann, wenn du dich halt eingeloggt hast, hast du das Booklet auf Deutsch in deinem Gedönsen da, in deinem Profil, Beauty-Profil und so weiter drin. Da sollte man auch tatsächlich immer ein Beauty-Profil hinterlegen, sodass du dann auch wirklich in Zukunft nach der Welcome Box genau die Produkte drin hast, die auch für deinen Haar- und Hauttypen geeignet sind, ne? Und auch deinen Präferenzen entsprechen. Denn ich merke das immer wieder bei den Unboxings, dass ihr mir dann auch immer wieder schreibt, so hey Mensch, ich habe was ganz anderes drin, bin nicht zufrieden oder einige schreiben mir, ich bin mega zufrieden, habe was anderes drin oder ich bin mega zufrieden und habe das Gleiche drin. Also das richtet sich halt wirklich nach dem Beauty-Profil, ne? Gerne da einfach mal dann auch durchklicken, wenn ihr euch da registriert habt. Also hier haben wir dann einmal, wie das Ganze aussieht, wenn das bei einem ankommt. Du hast hier immer so ein Butterbrotpapier halt drumherum und nicht irgendwie ein zusätzliches Füllmaterial oder so. Nur wenn das halt wirklich Produkte sind, die einen zusätzlichen Schutz benötigen, wird dann auch zusätzlicher Schutz verwendet. Manchmal würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Schutz drin wäre. Dafür hast du halt weniger Verpackungsmaterial. Achso, und wir haben vor allem Pflege drin und weniger dekorative Kosmetik. Bei den Welcome Boxen ist es aber recht ausgewogen. Und hier haben wir dann einmal den ersten Blick und dann greifen wir mal das erste Produkt raus, was dann auch tatsächlich das Produkt ist, was man dazu bekommt, wenn man, wie gesagt, über den Link in der Infobox geht, ne? Daran denken. Und da habe ich einmal nämlich von Avant, eine Marke, die uns auch in der Goodiebox immer wieder über die Füße läuft. Eine umstrittene Marke, aber diese Maske habe ich schon, ich glaube, 2-mal aufgebraucht und fand sie auch ehrlich gesagt sogar gut. Die Rose Quartz Hyaluronic Sweet Almond Avocado Oil Harmonious Rose Quartz Revitalizing and Firming Mask. Mensch, also allein dieses Produkt hat echt schon mal einen krassen Wert und ja, ne, daran siehst du halt, warum hier der Inhalt auch einen Wert von 222 Tacken haben soll. Die ist relativ reichhaltig. Ich mag sie auch, wie gesagt, 2-mal aufgebraucht. Ich verwende Crememasken morgens, wenn ich halt ja, sowieso meine Skincare und so weiter, ne? Vorher mache ich dann halt, dass ich mein Gesicht reinige und dann mache ich mir eine Crememaske drauf, Augenpatches und putze mir die Zähne, wasche meine Pinsel und so. Und ja, in der Zeit kann das Ganze einwirken und die muss auch, ich glaube, die kann sogar komplett einziehen. Nee, also ich mache das tatsächlich, dass ich die abwasche. Ist ein bisschen Perlen vor die Säue, weil du natürlich dann auch einen ordentlichen Wert abwäscht. Aber trotzdem, dann ist die eigentlich schon ganz gut bei mir eingezogen. Genau, die musst du nicht abwaschen. Ich mache es trotzdem so nach 10, 15 Minuten, ne?
Und bei mir persönlich hat die gut funktioniert. Deswegen freue ich mich, dass ich die wieder drin habe. Ich würde mir die aber im Leben nicht normal so kaufen für den Preis von, keine Ahnung, 80 Euro oder so. Auf gar keinen Fall. Das ist, nee. Machen wir weiter mit Skincare. Da habe ich Skin Research Extreme Lash Effect Volumizing Mascara. Das ist kein Skincare, Claudi. Mascara, sehr cool. 12 Milliliter kommt ins Full Face Beauty Boxen mit rein. Das finde ich schön, ne? Also, wenn es eine Mascara ist, die auch einen schönen Wawawum-Effekt hat, dann feiere ich das. Kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Ich habe jetzt gerade auch eine andere drauf. MAC Stack. Ich habe heute ein Schminki. Kommt wahrscheinlich noch online. Oder ist das schon online? Weiß ich gar nicht. Da habe ich die Sister Love Collection ausprobiert in Kooperation hier Essence und Catrice, ne? Und da habe ich mir dann als Mascara oben die MAC Stack drauf gemacht. Und unten, man sieht es nicht, ne? Habe ich eine lila Mascara drauf. Man sieht es nicht. Man sieht es wirklich nicht. Naja, egal. So schaut auf jeden Fall die Mascara aus. So Gold von der Verpackung her. Das sieht soweit so gut aus. Und schauen wir uns mal das Bürstchen an. Wobei bei mir halt sowohl... Hallo? Hier bin ich. Danke. sowohl Gummibürstchen als auch Faserbürstchen gut funktionieren. Und manchmal ist es ganz klug, wenn man das sogar in Kombination verwendet. Oh, hier haben wir ein Gummibürstchen, was nur einen ganz leichten Duft mit dabei hat. Und das hat auf einer Seite lange Borsten und auf der anderen Seite kurze Borsten. Das ist wirklich witzig, weil das sieht so ein bisschen aus wie die Mascara von Essence, Harley Quinn, die ich unten dran gemacht habe. Mal gucken. Also da ist dann quasi diese längere Seite ganz gut geeignet für die oberen Wimpern und die kürzere für die unteren. Ich kann ja mal gucken, ob man die hier noch so ein bisschen drüber machen kann, weil ich habe jetzt schon ein paar Videos gedreht, sodass das alle auch ein bisschen nicht mehr ganz so fresh ist. Und dann hat mir eben mein kleiner Sohn auch ein paar Mal durchs Gesicht gestriffen. Ja, hier oben habe ich einen Patzer noch. Wie gesagt, ne, wenn man dann in der Drehpause mit der Familie mal eben kurz ein bisschen Family Time hat, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Nee, die lässt sich auch ganz gut drüber machen. Das ist halt meistens bei Gummibürsten, Mascaras so, dass das Ganze dann relativ unkompliziert ist. Und man da jetzt nicht irgendwelche Probleme mit Klumpen oder so hat. Und da eignet die sich eigentlich gerade auch ganz gut. Kann ich mich gerade nicht beschweren, aber wie gesagt, die muss natürlich nochmal solo sich angeschaut werden. Schön, dass wir hier eine Mascara drin haben. Und das sage ich auch immer wieder, was dekorative Kosmetik in Beautyboxen angeht, ne? Wenn du als Boxenpacker jetzt nicht unbedingt einen Fehler machen möchtest, nimmst du entweder eine Mascara oder du nimmst einen Primer oder du nimmst ein Puder, was quasi transparent ist, mit rein, ein transparentes Augenbrauengel. Damit trittst du eigentlich niemandem auf die Füße, weil das auch eigentlich jeder verwenden kann. Ne? So ist es ja auch bei dieser hier. Finde ich schön, dass wir das hier drin haben. Ein gutes Produkt. Das nächste Produkt feiere ich jetzt nicht so ultimativ. Das ist von Mikura, das Body Scrub 2-in-1. Das ist ein Exfoliating and Moisturizing Peeling, das hat nämlich Shimmering Glow mit drin, 150 Milliliter, also es ist ein mechanisches Peeling, das habe ich auch schon mal verwendet und das peelt mir persönlich nicht schrubbelig genug, weil du hier halt nicht irgendwie Salz- oder Zuckerkomponenten drin hast und also die Peeling-Partikel sind mir persönlich einfach zu rund und dieses Glow, was da drin ist, brauchst du nicht, das geht ja eh in Abfluss, ne? Von daher, das ist für mich jetzt nicht so unbedingt der Burner in der Box, muss ich gestehen, nee. Nicht so meins. So, als nächstes habe ich hier was für die Lippen drin enthalten. Und das ist von Tease, der Lust Lipstick mit 1,8 Gramm. Das ist auch interessant. Den hatten wir letztens nämlich auch schon in der Goodie Box. Und das ist eben bei der Welcome Box die Geschichte, dass du hier Produkte halt auch drin findest, die auch schon gegebenenfalls mal in einer normalen, regulären Abo-Box drin hatten, die aber eigentlich ganz gut ankamen. Und dann möchte man natürlich sich so positiv wie möglich auch präsentieren als Box, ne? Dass man da halt auch eine Welcome-Box kreiert, die einen fantastischen Inhalt halt drin hat. So, und weil ich neben mir mein Körbchen stehen habe mit den Produkten, die ich in meinen Full-Face-Beauty-Boxen demnächst reinpacken werde, das ist so ein Videoformat, was ich mache, wo ich dann auch die dekorativen Kosmetikprodukte verwende, habe ich den hier noch drin. Das ist nämlich diese Schätzelein. Und den fand ich so schön, weil er einen Bullet hat, der einfach großartig ist. Also es ist nicht ultimativ viel Produkt drin, aber der ist wunderschön. Das ist ein Knallerot, keine Frage. Den kann ich jetzt auch mal drauf machen. Das wird jetzt natürlich wild aussehen, aber es ist egal. Und nee, ich finde das schön, dass wir den hier auch mit drin haben, dass dann die neuen Abonnenten auch in den Genuss kommen, eben diesen wunderschönen Lippenstift, also farbtechnisch, ne, einfach hier mit dabei zu haben.
Boah, hat eine richtig krasse Farbabgabe. Das ist ein richtig geiles Rot. Feiere ich gerade tierisch, weil das ist für mich ein Rot, was auch so einen leichten Blaustich mit drin hat und dementsprechend sehr, sehr schön die Zähne weiß macht. Mag ich ganz gerne. So auch als Adventskalenderlippe. Ne? Da packe ich ja gerne Adventskalender aus und so. Und das passt eigentlich ganz gut. Mag ich. Doch, ne? Ist sehr, sehr matt. Aber du spürst es nicht auf den Lippen. Das ist echt angenehm. Dann machen wir weiter mit Pflege. Da habe ich von Naobei hier ein Protective Conditioner drin. Finde ich schön. Also, ne? Haarpflege mit am Start. Conditioner kann man immer sehr gut gebrauchen. Ich persönlich brauche auch immer mehr Conditioner als Shampoo. Weil Shampoo gebe ich mir ja nur so auf Ansatzgedönsen hier auf. Ne? Und der Conditioner kommt dann ja quasi ab hier rein und das ist dann natürlich ein bisschen mehr als nur auf dem Kopf. Und ja, deswegen, das finde ich sehr praktisch, kann man gut gebrauchen. Kann ich auch mal mein Näschen dran halten. Oh, riecht für mich persönlich gut, riecht ein bisschen nach Lavendel. Hätte man sich wahrscheinlich aufgrund der lavendelfarbenen Verpackung denken können, finde ich aber gut. Ne? Also Lavendel beruhigt, sowas kann man gut abends verwenden. Und ja, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich hier noch ein bisschen dekorative Kosmetik drin von Tromborg, ein Monolidschatten, Scandinavian Mood. Das ist eine sehr hochpreisige Marke in der Farbe Passion, habe ich den hier drin. Ich persönlich mag ja nicht so gerne Monolidschatten, aber das ist eine absolut persönliche Präferenz. Für den Alltag sind Monolidschatten aber eigentlich immer eine ganz easy peasy Geschichte. Und das hier ist auch einer, der ist braun mit so einem Goldschimmer drin. Ganz interessant. Ich glaube, ja, so kann man es eigentlich ganz gut sehen, ne? Wie gesagt, das ist halt für den Alltag richtig schön, wenn man sich den einfach so ein bisschen so aufs Lid drauf macht, ne? Dann hast du da eigentlich schon einen Look. Wahrscheinlich kannst du den auch ein bisschen nach oben hin ausblenden, weil der nicht ganz so krass schimmernd aussieht. Also das ist wie so ein matter Shadow, der so ein paar Sparkling-Geschichten mit dabei hat. Das ist eigentlich ganz nice. Wie gesagt, vor allem für den Alltag und da kann man sich den ganz gut mal gönnen. Aber für mich ist es halt nicht unbedingt etwas, weil ich halt ein absoluter Fan von Lidschattenpaletten bin. Ich mag es halt, mich farblich auch ein bisschen mehr auszutoben. Und ich mag es auch einfach, die Wahl zu haben, verschiedene Looks zu schminken. Und hier haben wir noch ein weiteres Produkt, das also von Fix & Rouge, Renew and Refine Pore Detox Revival Serum Hydra Pore. Oh, interessant, ein Serum. Also hier hast du ja echt eine ganz gute Skincare-Routine mit am Start, ne? Also du hast hier ganz viele verschiedene Segmente auch direkt mit abgeklopft. Und ja, hier haben wir dann etwas, was die Zellerneuerung anregen soll und quasi die Haut etwas, ja, gesünder aussehen soll. Es soll sich leicht anfühlen, man kann es jeden Tag verwenden und ja, mit Kollagen, das ist doch eine schöne Geschichte. 30 ml ist auch eine gute Größe von einem Serum, ne? Wow, und Fix & Rouge ist auch eine gute Marke, die ist recht hochpreisig und ich habe auch schon von denen mal so, Primer, so heißt das Ding, verwendet gehabt. Fand ich auch sehr, sehr schön. Also eine ganz angenehme, hautangenehme Textur ist es tatsächlich gewesen. Und ja, das ist ein sehr cooles Produkt. Ne? Kann man sehr schön hier auch noch mit in der Box drin finden. Und das hier ist dann auch tatsächlich der Inhalt von der Box. Ich persönlich finde es bis auf das Peeling perfekt. Also da haben wir richtig, richtig geile Produkte drin. Und ich habe mich verzählt, es sind 7 Produkte insgesamt, inklusive dem Avant-Produkt. Und ich finde das also eine tolle Konstellation. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das auch so empfindet, ob ihr auch findet, dass es eine gut bestückte Box ist. Ich finde diese Box auch deutlich besser als die Monatsbox im März, die wir hatten, weil die war tatsächlich thematisch nicht ganz so passend für den März. Aber doch, ne? Ich bin auch gespannt, was wir jetzt im April als Abonnenten in der Box drin haben werden. Das werde ich euch natürlich auch vorstellen. Aber ja, jetzt haben wir schon mal die Welcome-Box gesehen. Wie gesagt, wenn du Bock hast, kannst du gerne über den Link in der Infobox genau diese Box bestellen. Und monatlich kündbar übrigens auch, ne? Falls euch das interessiert. Ist eine ganz entspannte Sache. Also ich feiere das. Ich bin Fan von der Goodiebox immer wieder und immer noch. Und ja, dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.